Okay. Wir haben das erste Buch. Wir haben was verpasst auf jeden Fall. Ah, ärgerlich. Nein, ich will nicht weiter blättern. Ich wollte zum Text gehen. Mein Gott, geh nochmal zurück. Gut, dass wir zurückgehen können. Also, Mittwoch, 18. Juni. Wir sind noch nicht lange auf See, aber das Essen habe ich schon gehörig satt. Der Fraß heute Abend war ein Witz. Ich denke mir, die Köche machen schon das Beste aus dem, was wir haben. Aber für etwas Frisches könnte ich töten. Das Erste, was ich mache, wenn ich zu Hause bin, ist ein großes Glas voll frischer, kalter Milch zu trinken. Donnerstag, 19. Juni. Die amerikanischen Zeitungen berichten alle über das Massaker in Philadelphia. Es ist schon verrückt, sich vorzustellen, dass sich daheim die Leute auf den Straßen gegenseitig umbringen, während wir hier draußen sind, um unser Land zu beschützen. Nach dieser Lektüre hätte ich echt ein Bier vertragen können. Doch leider hat der Captain sämtlichen Alkohol strengstens verboten. Ich schätze, ich muss wohl heute Nacht Schäfchen zählen. Ja, ich habe nicht das Gefühl, dass das wirklich helfen wird. Vor allem, wir sind sehr nah an dem 22. Juli, wo alles schief ging, ne? Freitag, der 20. Juni. Ein paar der Jungs haben heute in einem der Frachträume einen kleinen Wrestling-Wettkampf abgehalten. Ich habe ganz gut abgeschnitten, aber am Ende hat Wagner mich erledigt. Ich fand ja, er sollte aufgrund seiner Größe disqualifiziert werden. Aber keine Chance. Man bräuchte ein ganzes Footballteam, um ihn auf die Bretter zu schicken. Das verschlingt garantiert größere Ration. Der verschlingt bestimmt garantiert größere Ration als der Rest von uns. So viel ist sicher. Samstag, 21. Juni. Ich wette, unsere Fracht hat irgendwas mit dem Team zu tun, das vermisst wird. Der Kommandant Jones hat eine Geschichte über einen Raum voll uralter Goldstatuen von irgendeinem mandschurischen Kindkaiser gehört. Angeblich waren die Statuen verflucht, aber es ist wohl eher Quatsch. Ich weiß nicht, ob sie sie gefunden haben, aber jedenfalls sind sie von der Mission nie zurückgekehrt. Vielleicht bringen wir sie ja jetzt nach Hause. Ja, weiter geht's nicht. Kann ich noch ein weitergehen? Nein, weiter geht's nicht. Okay, diesmal haben wir wirklich alles aus dem Buch bekommen. Man sieht auch das Kartendeck. Die hatten Karten gespielt. Ja, also. Ich glaube nicht, dass die Geschichte von dem Kaiser oder so mit dem Kind passiert ist. Aber das würde erklären, denn der Kommandant erzählt hat von der Geschichte, warum die Offiziere und allgemein die Soldaten und alles das Kind gesehen haben. Denn das war in ihrem Kopf drin und sie haben sich wieder Wahnvorstellungen eingeredet. Nicht eingeredet, sie haben Wahnvorstellungen bekommen. Und ich denke, dass sie sich dann das eingeredet haben, um es irgendwie zu erklären. Ich glaube immer noch, das war irgendeine Chemikalie. Also ich bin mir ziemlich sicher, das war es. Ach nö! Oh, weil wir das Messer mitgenommen haben, wir haben jetzt eine Vorahnung, dass wir Brad erstechen. Oh, okay, wir müssen aufpassen, was wir machen mit dem Messer. Okay, wenn wir die Option haben, irgendwen zu erstechen, sollten wir es nicht tun. Ach, verdammt! Ich dachte, jetzt haben wir endlich ein schönes Messer zum Verteidigen. Hier stimmt was Aber nicht. nein. Was denn, Julia? Was? Was denn? Was? Irgendetwas ist mit uns hier drin. Hast du... Ich meine... Ja, sie Hast kriegt du auch nicht schon gehört? Wahnvorstellungen. Ich habe nämlich nichts gehört. Okay, dann sollten wir weiter. Ich habe irgendwas gesehen. Es hat sich in den Schatten bewegt. Das ist nur Einbildung. Reiß dich zusammen. Nein, wahrscheinlich nur die Ratten. Ratten. Wahrscheinlich nur Ratten. Mehr war es nicht. Jetzt lach mich bloß nicht aus! Ich habe doch gar nicht gelacht. Ich habe nur Ratten gesagt. Ich denke, sie kriegt Wahnvorstellungen. Die Chemikalie ist bestimmt noch an Bord. Bin mir ganz sicher. Wir laufen hier im Kreis. Was willst du jetzt tun? Umdrehen? Hier sind wir schon gewesen. Wir Na waren hier aber gut. nicht, oder? Wir haben nicht viele Optionen. Oh, das hat schon wieder geladen. Das hat es schon mal gemacht. Das ist ein ganz komischer Punkt zum Laden, so mitten im Gespräch. Okay, nein, da mache ich nicht mit. Was? Olle Särge und scheiß Kapellen? Nicht mein Ding, weißt du? Mein Gott, sei doch jetzt nicht so. Es ist krass, es gibt keine Geister. Ich habe keine Ahnung, sei nicht so krass. Hast recht, es ist nicht so es ist krass. eklig und krass. Es ist krass, Wir meine ich. müssen ganz Gott, was schnell sage hier ich denn? raus und wir müssen Fliss finden. Okay, gut, können wir dann die Fliege machen? Mein Gott, Julia. Was ist das? Entspann dich. Das sind die Särge, die aussahen wie kleine Betten. Sehen übrigens immer noch so aus. Selten. Hey,
Der hier hat einen Namen. Brian was Carter, US Army. Ich glaube, für ewig auf einem Geisterschiff. Er hat sogar eine Nummer. Wen interessiert, wer die sind und was Geheimnis gefunden? Die sind tot und wir nicht. Und das soll auch so bleiben. Mein Gott, ab und zu sind sie mir zu schnell. Ich würde es mir gerne angucken, teilweise. Wir wollen da reingucken? In einen Sarg? Oh Junge, okay. Und wir finden ein Geheimnis. Das ist ein Zweiköpfiger? Das ist ein Mensch? Guck mal. Das ist verrückt. Ist das ein Mensch? Also, war das mal ein Mensch? Was zur Hölle? Ich meine, vielleicht der Fall von dem zusammengewachsenen Köpfen. Sowas gibt's ja, aber. Das sah ja wirklich seltsam aus. Ich habe noch nie ein Skelett gesehen, was so aussah. Zumindest so dargestellt wurde. Das sind ja ganz schön schwere Schlösser an den Särgen. Warum sind da Ketten und Schlösser? Ich würde das gerne aufbrechen, um zu gucken. Eine Beziehung auch beenden. Aber das ist das Einzige mit dem Schloss, richtig? Hat der andere hier auch eins? Sieh mal der hier. Wie für ein Kind. Will ich nicht wissen. Hauen wir ab. Ja, vielleicht ist das Baby Dracula. Und das sind seine Eltern. Und alle schlafen in Erde aus ihrer Heimat. Und dann stürzen sich alle auf Conrad und saugen ihn aus. Ende. Ich würde gerne wissen, warum dieser Sarg so verkettet ist. Beeilst du dich bitte, bitte. Mann, Julia. Lass mich doch gucken. Du bist echt nervig. Was ist los? Jetzt kommt bestimmt wieder ein Jumpscare, oder? Nur eine Ratte. Was ist? Da! Was? Also wirklich, das ist nicht mehr... Willst du mich ausflippen sehen? Waren die echt nicht kreativ beim Spieldesign oder warum muss jede 5 Sekunden ein Jumpscare kommen? Das ganze Spiel ist ja nur Jumpscare. Das ist ja schrecklich. Das hätten sie eindeutig besser machen können. Hier ist ja wirklich an jeder Ecke ein Jumpscare. So, Sickbay. Okay. Da kommen wir nicht lang. Können wir uns beeilen? Ich habe genug gesehen. Alles klar. Wir müssen Fliss holen. Die Zeit wird knapp. Was macht denn so ein Geräusch? Welches? Ja, jetzt hat er auch Warnvorstellungen. Warum so blitzeblank? Ali wollte einen Schluck trinken, aber das kann ich wohl vergessen. Da ist schon wieder so ein Zweikopf, oder? Mist! Ja, der ist gar nicht da. Wir haben uns das eingebildet. Spielchen, im Ernst. Ich halte es nicht aus. Okay, also wir waren eben nett zu dir und haben gesagt, es waren vielleicht nur Ratten und du machst uns dumm an, wenn wir Angst haben. Tolle Freundin. Ey, sein Gesicht hat sich verändert. Ja. Was ist das denn? Nein, lass das. Das ist doch eklig. Das ist wirklich die ganze Zeit nur... Also wir haben 100% die schon Warnvorstellungen. Da, ich denke mal wirklich, die Chemikalie ist noch da. Es muss die Chemikalie einfach sein. Eine andere Erklärung gibt es hierfür doch gar nicht. Halluzination oder sowas. Jede Medizin, die wir finden, wird alt sein. Längst abgelaufen. Na, besser als nichts. Wenigstens das Infektionsmittel oder so. Was ist das? Aspirin. Conrad, nimm ein paar von den... Hey, wo ist der? Eine zweite Meinung einholen? Was? Also ich verstehe Julia nicht. Ab und zu sieht sie super locker und dann die andere Sekunde pumpt sie uns an. Was soll denn das? Ja, ich gehe nicht dir hinterher. Ich will gucken. Conrad? Vielleicht mal Luft schnappen. Aha, vielleicht mal Luft schnappen, während er da liegt mit seiner Leiche und diesem Luftgerät. Das ist bitter. Ich meine, das war wahrscheinlich nur schlecht getimt, dass ich da reingegangen bin, aber das war echt bitter. Ich kann sagen, ich erwarte jetzt wirklich jede 5 Sekunden einen Jumpscare. Das ist echt anstrengend. Was zur Hölle? Ist der vor Angst krepiert? Echt gruselig. Gruselig. Eine entsetzte Leiche. Doch mit der Maske auf. Ist auch ein Brief dazu. Vielleicht steht da irgendwas. Also ein Klemmbrett. Hallo, darf ich da hin? So. Ich hoffe, dahinter steht doch was. Und das ist nicht nur leer. Ja, da steht okay. Was.
Der Typ hatte eine Appendizitis. Das ist ziemlich normal. Und dann starb er an einem fetten Herzinfarkt. Das ist gar nicht so normal. Hashtag nö. Patient Fred Betts, Geburtsdatum 7.7.18. Diagnose Blinddarmentzündung. Wie da hinten was bewegt gerade? Oh, ich weiß ja nicht. Kann sein. Ich meine, es kann sein, dass im Hintergrund mal Sachen passieren. Wir haben ja eben auch diese Seemannsfrau gesehen gehabt. Und die war ja auch einfach nur da. Da war grad was, oder? Connie? Ach, ich weiß das nicht. Connie, wo zum Teufel bist du? Ja, die Frage ist echt, wo ist er hingegangen? Warum sollte der einfach abhauen? Der hat bestimmt irgendwen gesehen oder so. Connie? Oder er wollte nicht mehr warten, wegen Fliss. Ja, sei still, bitte. Oh mein Gott, sei doch nicht so nervig. Warum geht denn aggressiv hoch dafür? Wir werden doch noch verfolgt. Wir können nicht schreien. Wir müssen leise sein. Ja, da ist der Typ mit dem Vorschlaghammer. Warum schreist du auch? Und dann machst du uns dumm an und wir sind aggressiv dafür, dass wir sagen, hör auf zu schreien. Was soll denn das? Ja, das ist Fliss. Und einer von den Typen. Wohin bringst du mich? Du glaubst, das sagst Danny, okay. Danny und Fliss. Schon wieder dieses komische Laden. Warum macht es das immer? Das sieht furchtbar aus. Entkomme Danny, ach, findet die andere. Wir hingehen, verdammt! Ja, kannst du uns das wenigstens sagen? Immerhin bin ich diejenige, die vorgehen muss. Und da kommen bestimmt noch mehrere Wege. Wir gehen in den... Ich meine, da stand Oberdeck, richtig? Oh. Hält er es nicht auf? Zurück. Ich wollte gerade sagen. Ach ja, die Pistole noch in der Hand. Ich dachte gerade, wir hätten es trotzdem nehmen können, aber... Das geht ja nicht. Du weißt gar nicht, was du tust. Du machst doch bloß, was er dir sagt. Ja, da hat sie aber recht. So einen eigenen Gedanken fassen die ja dann nicht wirklich. Die finden das hier komisch und sind trotzdem hier. Nur weil der Kapitän das so sagt und so will. Stopp. Was war das? Okay. Das war irgendwas nicht Gutes. Was weht denn da hinten? Bei der Tür? Da hängt bestimmt nur irgendwas dran. Ja, das sind Kabel. Ja, nicht nur Kabel. Ich hoffe, wir kriegen gleich irgendwie eine Gelegenheit, Tür zuzumachen oder sowas. Okay, komm raus! Zeig dich! Das ist ein Massengrab. Verdammt! Oder? Nee, da sind ganz viele Beutel. Das ist kein Massengrab. Was genau ist denn das mit dem Captain's Hut? Ach, und du schickst uns trotzdem vor? Feigling, schickst die Frau vor? Naja, ich glaube, hier würde niemand vorgehen wollen. Ja, Feigling, du schickst die Unbewaffnete vor. Sieh mal hier. NG Medan. Kurs aktualisiert, weil wir das gesehen haben? Okay. Da, was ist das? Da ist Dampf. Seht ihr das? Das ist da, wo wir hingehen. Ja, das geht mit uns mit. Er hat das nicht. Das haben wir. Was war das für ein Geräusch? Das kommt immer noch mit uns mit. Ich will jetzt kein Wort mehr hören. Hundertprozentig haben wir irgendwelche Warnverstellungen schon. Irgendwas ist hier los. Irgendwelche Gifte oder so. Oh mein Gott, okay.
Diese Jumpscares sind wirklich nervig. Muss denn wirklich überall ein Jumpscare sein? Bitte, du musst das nicht tun. Ich glaube, es interessiert dir nicht, was du sagst. Oh Gott. Oh Gott. Der Typ. Der Typ ist bestimmt immer noch hier. Ich meine, du stirbst hier und dein Geist bleibt da. Und warum sind wir denn noch hier? Hab doch deine eigene Meinung und nimm mich mit raus hier oder so. Keine Ahnung. Trotzdem bleibt er hier und befolgt die Anweisungen von dem, was ihm gesagt wird, und hier bleiben und hier rumlaufen. Obwohl er Angst hatte. Wo sind all deine Freunde? Ich habe keine Ahnung, was der Scheiß hier soll. Aber wir müssen weiter und Olson finden. Los! Ein Geheimnis gefunden, okay. Ich meine, es war auch seltsam von ihr gerade, sich dahin zu hocken und nach seinen Freunden zu fragen. Olson! Merde! Qu'est-ce que tu fais? Aber ich mach doch gar nichts. Ich bin nur gegangen. Da ist eine Hand. Was war das? Ja. Ich sag doch, die Jumpscares sind auf Dauer echt nicht mehr erschreckend. Ab und zu ja, aber auch nur, wenn sie in unkonzentrierten Momenten kommen. Sonst erwartet man das halt leider. Ey! Nein, 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 nein! Ich will mir das angucken. Come on. Wie fies, ich darf mir den Hinweis nicht angucken. Den kriegt bestimmt irgendjemand anders zu sehen noch. Was ist das Bordell? Da war vorher eine Tür, oder? Und er sieht auch schon Sachen. Er haut einfach ab. Ja, er hat irgendwelche Sachen gesehen. Sprintet da immer, um das anzuschießen. Oh mein Gott, vielleicht das mit dem Messern, was wir mit Alex gesehen haben. Vielleicht passiert das, weil einer von den Typen wahnsinnig ist und auf ihn losgeht. Aber der hat auch seine Mütze verloren. Was? Aber jetzt können wir uns das angucken. Nice. Wir sind wen losgeworden. Oh mein Gott, der Zauberer. Wir haben einen Zauberer gefunden. Eine Vorahnung. Und ich glaube, diese Vorahnung ist Brad, der sich versteckt hat. Ich wette drauf. Obwohl ich nicht weiß, was er sonst mit. Warum er denn einen Stock hat. Ist es zu? Ja, wir müssen hinten lang gehen. Schade. Oh, doch nicht? Komm schon. Ich klicke. Ah, wir haben es geschafft. Wir müssen doch nicht hinten lang gehen. Gott sei Dank, ich wollte nicht hinten lang gehen. Hallo? Mich ärgert, dass wir die Pistole nicht gefunden haben. Die lag da nicht mit rum, also ist er damit trotzdem abgehauen. Holt 3. Warte mal, 3? 3 war doch der gefährliche Platz, oder? Ist doch 3A war das, glaube ich. Ja, 3A. Da, wo es anfing. Das sieht nicht gut aus. Herunterlassen. Okay. Was haben wir denn für eine andere Wahl? Ich habe noch überlegt, kurz den anderen Weg vielleicht auch nochmal zu gehen, aber... Naja, wenn wir schon mal hier sind, wollen wir nicht feige sein. Hallöchen. Mr. Leiche. Oh Mann. Was war hier los? Können wir reden? Kann ich mich angucken? Ich kann euch nicht angucken, nein. Oh, ich kann euch doch angucken. Das sind doch unsere Leute von Anfang, oder? Charles, T. Paris, Rex Paris, Boston. Das sind die Leute, die wir am Anfang hatten. Was, die Tür hat sich einfach zugeschlagen? Ey! Scheiße, 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 verdammter Mist! Er hat sich echt versteckt gehabt.
Moment, wo war er? Ich will das sehen. War er unterm Bett? Okay, komm schon.